Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Kristall-Edition. Wir befinden uns immer noch in unserer Bodenmonolocke und sind hier in Viola City, weil wir noch in den Knofenserturm müssen. Ich habe das Nidoran männlich weiterentwickelt. Es ist ein Nidorino. Ich habe es gegen wilde Pokémon trainiert. Ich glaube, das ist so ziemlich egal, ob wir es gegen wilde Pokémon einsetzen oder nicht. Hauptsache, wir setzen es halt nicht in Trainerkämpfen ein. Was halt bedeutet, wir können es halt erstmal nicht einsetzen im Knofenserturm oder erstmal generell nicht, bis es sich weiterentwickelt hat. Nidoking hat ja wieder einen Bodentyp. Und naja, um den Mondstein zu kriegen, müssen wir erstmal die Blitz-VM haben. Also gehen wir da jetzt rein und holen sie uns. Wir sollten jetzt hoch genug gelevelt sein, um davor an den ganzen Knofenser vorbeizukommen. Den Typen haben wir ja schon besiegt. Ein Paraheiler. Nehme ich. Bei unserer Mutter war ich auch schon, habe schon das Geld abgehoben. Das heißt, wir müssten dann halt auch, wenn wir wieder in Dukatia sind, genug Geld haben, um dann halt ein bisschen Geld ausgeben zu können. Sagen wir es mal so. Es wäre halt echt blöd, wenn wir uns das Dragosto da nicht leisten können. Hallo, Knofenser. Das werden wir heute noch ein paar Mal sehen, fürchte ich. Naja. Sandsturm kriegt das schon hin. Sag ich doch. Also halt die einzigen Pokémon, die wir halt gerade einsetzen können, sind halt Sandsturm und Slash. Bei allen anderen wird es ein bisschen kritisch. Aber halt, der Levelunterschied dürfte halt groß genug sein, dass selbst die Pokémon, die doppelt schwach gegen Rankenhieb sind, das überstehen. Ich glaube, so der stärkste Knofenser hier ist, glaube ich, auf 5 oder auf 6. Das sollten wir wohl hinkriegen. Also die Hushuts sollten ja nun wirklich, weiß Gott, keine Herausforderung für uns darstellen. Gott sei Dank ist der Turm halt auch nicht allzu hoch. Das können wir verkaufen. Kriegen wir Geld für. Wie die zu einem Himmel huschen, so kämpf gegen mich. Mit noch einem Knofenser. Wie gesagt, die haben ja halt nur Knofenser und... Ich habe mich getroffen. Knofenser und Hut haben wir noch. Ja gut, ich glaube, das wird jetzt nicht so das Problem werden. Und noch ein Knofenser. Und das war das Knofenser. Also das ist die EP ja kaum wert. Wir hätten da mal reingehen sollen, bevor wir den Einheitstunnel genommen haben. So halt nach der Arena hätten wir da mal reingehen sollen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender geworden. Aber uns haben halt, glaube ich, auch die Tränke gefehlt für das Unterfangen. Aber hier gibt es ja auch einen. Guten Tag, der Herr. Ich möchte hier durch. Und noch ein Knofenser. Es kann schon Wachstum. Naja, es ist ja gleich besiegt. Tada! Und der nächste, bitte. Schade, dass es hier keine Doppelkämpfe gibt. So halt rein theoretisch. Wenn man halt ganz links steht, müssten beide gleichzeitig einsehen. Ich glaube, in den Remakes in Hardcore Soul Silver, da stehen die, glaube ich, anders. Weswegen man halt da keinen Doppelkampf machen kann.
Ne, jetzt geben die ja schon ganz ordentlich EP. Mal sehen, was er gleich hat. Wer hätte das erwartet? Er hat auch einen Klofenser. Oh, schon auf 7. Naja, wir sind immer noch 10 Level höher. Und Level 18. Wow, wer hätte gedacht, dass wir hier überhaupt ein Level-Up kriegen? Tja, also Hutut ist für uns halt ein gefundenes Fressen. Das hätte ich zwar nicht erwartet, aber nehme ich alles, auch das Geld. Du bist wirklich ein begabter Trainer. Wie abgemacht, du bekommst die VM. Eines gebe ich dir noch mit. Behandle deine Pokémon besser. Dein Kampfstil ist zu aggressiv. Pokémon sind keine Kampfspielzeuge. Er behauptet, ein Weiser zu sein, aber er ist schwach. Das muss auch geklärt werden. Ich würde nie gegen so einen Narren verlieren, der mir rät, meine Pokémon gut zu behandeln. Für mich zählen nur starke Pokémon. Schwache Pokémon interessieren mich gar nicht. Pupsi benutzt Futsal. Na, man sieht sich. Interessant, dass auch er einen Schritt zurück gemacht hat nach Viola City, nachdem er schon in Atalia war. So ein Zufall! Der Clefairy-Turm ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft, um gemeinsam eine rosige Zukunft aufzubauen. Und ich bin der letzte Test. Erlaube, dass ich die Freundschaft zwischen dir und deinen Pokémon überprüfe. Kriegen wir schon hin, das Klopfenster ist das doch sehen. Jetzt sind wir ja schon 11 Level höher. Oh, es war ein Volltreffer. Und das nächste Klopfenster. Also er hat halt zwei Klopfenster und einen Hushut. Nicht, dass das für uns irgendwie von Belang wäre. Erledigen wir das Hushu, damit wir hier weg können. Natürlich treffen wir nicht. Ich meine, wir könnten Kiesel oder Felsen dagegen einsetzen. Die haben halt Steinwurf dafür. Aber ganz im Ernst, ich glaube, das lohnt sich halt nicht. Alter, wie oft kann man mit Tackle eigentlich daneben hauen? Tada! Sehr gut. Du und dein Pokémon. Ja, weil wir nur das eine haben. Na gut, wir haben eh nur Phantpy eingesetzt. Dürfte keine Probleme mit dieser Attacke haben. Nimm diese vor allem, sie enthält Blitz. Mit Blitz kannst du die dunkelsten Orte erhellen. Um Blitz außerhalb eines Kampfes anwenden zu können, benötigst du den Orden des Arena-Letters von Viola City. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, das Ding ist, ich glaube, keins unserer Pokémon kann das lernen. Oh, wir können die Flinklaue mal jemanden geben. Hier, Felsen, du kannst sie haben. So, dann mal kurz ins Pokémon-Center. Geht ein bisschen schneller, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. So. Dann mal kurz heilen. Und dann gehen wir in die Alfruin. Aber erstmal müssen wir uns ein Blitz-Pokémon aufnehmen. Wie gesagt, ich glaube, keins unserer Pokémon im Team kann Blitz lernen. Ablegen. Wir legen kurz mal Slash ab.
Und dann nehmen wir einen Knuffelsa mit. Das habe ich nämlich im Vorhinein schon gefangen. Weil ich wusste, dass wir einen Pokémon mit Blitz brauchen. Dem können wir nämlich Blitz beibringen. Auch Nebel hätte auch Blitz können. Irgendwie seltsam, dass Felino Blitz lernen kann. Naja, gut. Wir haben Knuffelsa dafür. Dann biken wir mal kurz in die Ruinen. So an sich sind die nicht sehr interessant für uns, aber hier müsste man Blitz einsetzen können und dahinter. Ach, da kommen wir nicht durch. Und dahinter müsste dann ein Raum sein, wo es einen Mondstein gibt. Was haben wir hier? Es sind Muster an den Wänden. Flucht. Oh, hier brauchen wir das Fluchtseil. Upsi, pupsi. War das hier unten mit dem Fluchtseil? Oder mit dem Blitz? Uff, dann dauert das ja noch ein bisschen. Ich dachte irgendwie, das wäre die erste Kammer. Tja, hätten wir das Fluchtseil nicht eingesetzt, war. Kann man hier jetzt kaufen? Ja, kann man gut. Das können wir weg. Den brauchen wir auch nicht mehr. Hier haben wir noch Brüller. Brüller können wir auch weghauen und Lockduft. Der Ding ist, das reicht halt immer noch nicht fürs Tragosso. Ja, das ist jetzt doof. Kann sein, dass wir das Nidorino erst später entwickeln können. Da muss ich es wieder um auftrainieren. Ich will nicht grinden. Bitte lass da einen Mondstein hinter sein. Fluchtseil. 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 Oh. War das nicht so? Ah, jetzt ist offen. Tada. Was haben wir hier? Eine Beere. Noch eine Gegengiftbeere. Die Spannung steigt. Energiestaub. Verdammt, das war die falsche Kammer. Ich war mir sicher, es war die richtige. Was haben wir denn hier? Unsere Worte sollen hier ewig wieder fallen. Verdammt! Ich dachte, hier gibt's den Mondstein. Ich hab die Kammern verwechselt. Uff, das ist so unglücklich. Ding ist nämlich, zu den anderen Kammern können wir erst, wenn wir Surfer haben. Wir haben hier unten eine Kammer. Da brauchen wir Surfer. Eigentlich sind hier unten zwei Kammern, aber an die andere kommen wir, glaube ich, nur über den Einheitstunnel ran. Und da brauchen wir halt auch Surfer für. Klasse! Und ich glaube, das wäre halt der erste Mondstein, den wir kriegen können. Ich glaube, früher gibt es keinen. Tja, auch wenn wir das Knuffelsa ablehnen gehen. Tja, da müssen wir eben noch eine Weile auf unseren Nidoking warten. Ich glaube, früher gibt es halt echt keinen Mondstein. Das dürfte halt, sofern ich mich richtig informiert habe, der früheste sein, den man kriegen kann. Ah, das ist jetzt doof. Ja, auf den. Dann kann das Knuffelsa erstmal weg. Dafür können wir Slash wieder aufnehmen. Tja, dann werde ich Nadel wohl nachgrinden müssen. Dann können wir es erst nach dem vierten Orden einsetzen. Gut, ich meine, bis zum vierten Orden sind wir eh abgedeckt, was Trainer angeht. Uff, jetzt sind wir wenigstens wieder hier. Folgendes. Wir gehen mal kurz gucken, wie viel Münzen wir für das Tragosso jetzt noch brauchen. Guten Tag.
Also wir könnten uns 550 Münzen leisten. Wir brauchen 800, ne? Das heißt, wir brauchen 1000, 2000. Uff, das wird richtig teuer. Tja, das kann noch eine Weile dauern. Gehen wir erstmal die Trainer besiegen, die wir hier noch haben. Haben wir die nicht besiegt gehabt? Haben wir uns an der vorbeigeschlichen? Wollen wir die wieder kämpfen? Ich glaube, beim letzten Mal sind wir an der vorbeigeradelt, kann das sein? Ja, stimmt, hier hat das Vulpix. Da ist das Vulpix. Ich hab schon vermisst. Das Rätsel um das Vulpix wurde gelöst. Ja, du darfst, wir sind an dir vorbeigeradelt. Wir haben ja noch die ganzen Trainer, die hier sind. Und wir haben noch die Schaufler-TM, die wir uns abholen können. Tschüss, Slash. War nett mit dir. Oh, was machen wir, wenn Nadel jetzt eingesetzt wird? Oh. Na, es ist Funky geworden. So, Nadel darf ja nicht kämpfen. Wir müssen es dann gleich zurückziehen, wenn es eingesetzt wird. So halt, wenn es aufgrund von Brüller in den Kampf eingewechselt wird, dann wechseln wir. Annette, es ist mir egal, was du tust. Lass mich in Ruhe. Der will nur nachts kämpfen. Oh, hier ist ein Snubble. Naja. Ist kein Boden-Pokémon, also uninteressant für uns. Gucken, was hat er? Ach, er hat Blutzuck, ne? Ja, er ist der Blutzuckmeister. Und der große Beschwörer von Yanma. Halt, es gibt halt so ein paar Trainer, die halt anrufen, wenn es halt Schwärme gibt. Und er ruft halt an, wenn es den Yanma-Schwan gibt. Deswegen der große Yanma-Beschwörer. Natürlich, jetzt trifft der Superschall, ne? Ach, das ist ärgerlich. Na komm, haust weg. Natürlich nicht. Naja, dann nehmen wir jetzt Sternschau. Was haben wir auch noch? Oh, schön, wir sind nicht mehr verwirrt. Geht doch. So, Level 17. Giftstachel. Naja, können wir wohl nehmen. Können wir das Sandwirbel immer noch gebrauchen. Ich meine, wir können halt Giftstachel benutzen, um eine Vergiftung herbeizuführen. Das ist halt schon ganz cool. Halt, sofern wir halt eine Vergiftung zustande kriegen. Und die TM4, das ist Walzer. By the way. Das wird für Slash und hier für Slash gar nicht mal mehr. Wir haben ja ein Igler vergessen lassen. Aber wenn Sandsturm noch ein Igler hat, ist das für dafür vielleicht eine ganz interessante Attacke. Walzer wird stärker, wenn man vorher ein Igler drauf vorher eingesetzt hat. Von daher könnten wir uns das halt gut zunutze machen. Das Ding ist halt so, wenn wir einmal Walzer eingesetzt haben, haben wir halt keine Kontrolle mehr darüber. Das heißt, wir können keine Items geben oder es nicht zurückziehen. Von daher sollten wir es vielleicht nur im Zusammenspiel mit einer Bäre benutzen, dass wir halt ein bisschen mehr Coverage haben. Und Tabuga. Der Typ ist halt einfach Falk 2.0, ne? Oh, es war ein Volltreffer. Apropos Bäre, da war unsere.
Na, wie gesagt, ja, Sandsturm ist das eine gute Attacke. Zumal es ja auch sonst nichts lernt. Ich meine, irgendwann lernst du halt Erdbeben. Irgendwann. So halt, wenn wir mit Johto gefühlt schon durch sind. Dann hat es zumindest eine Gesteinsattacke. Nehmen wir Heuler raus, dann haben wir aber noch einen Ekler. Sandsturm und Slash sind ja immer so in einer harten Competition, wer von den beiden später abgelegt wird. Wer muss für das Dragosso weichen? Oh, hallo Vulcano. So halt, das Ding ist halt, Dragosso lernt wenigstens Bodenattacken. Slash nennt halt keine einzige. Da müssten wir halt die Schaufler oder die Erdbeben-TM, die wir bekommen, für opfern. Sandsturm lernt ja irgendwann zumindest Erdbeben. Und momentan hat Sandsturm halt auch die bessere Utility mit Lehmschelle. Ich weiß, Slash hat, hat dafür zwar Sandwirbel, aber halt Lehmschelle fügt wenigstens noch ein bisschen Schaden zu. Und wir haben die Einigler und Walzer-Kombo. So, hier haben wir auch noch Trainer. Guten Tag. So, halt die Schaufler oder die Erdbeben-Term sollten wir uns für Pokémon aufsparen, die das halt gar nicht lernen und dennoch zu was zu gebrauchen. Weil sie, wie zum Beispiel Onix. Onix lernt keine Bodenattacke von sich aus. Es sollte halt aber eins unserer besten Pokémon allein von den Werten her sein. Das hat überhaupt auch eine Bäre. Alle haben sich hier Bären. Na, dann hält das Snubbel tatsächlich noch eine Runde länger durch. So, ein Level 18 für Felsen. Ich hätte auch irgendwo noch Miraplar. Ich glaube, oben rechts in der Ecke, oben links in der Ecke, die Göre, die hat Miraplar und ein Dragosso. Er hat, glaube ich, nur Voltoball und Magnetilo. Er hat das Miraplar. Felsen, wir wechseln dich aus. Es muss Sandsturm machen. Slash ist schon zu angehittet. Schelle, senkt seine Genauigkeit. Es darf nicht treffen. Gut, dass Absorber nur so eine schwache Attacke ist. Naja, wir überleben ein paar Absorber. Oh, ist von Volltreffer. Nice. Okay, ich treffe es ein letztes Mal. Tja, wir haben auch noch eine Beere. Nimm das. Ich sag doch, er hat einen Voltoball. Hab's euch gesagt. Wir müssen sehen, dass wir über 20 KP bleiben. Voltoball kann eventuell Ultraschall. Gut, dass es mit seinem Tackle halt echt nicht viel Schaden macht. Thank you.
So. Das hat dann schon doch wie ein Champ geklärt. Trank. Ganz schnell. Ja, ich glaube, Felsen kann noch ein bisschen weiter kämpfen. Da oben ist noch einer mit einem Raichu. Das sollte ganz gut EP geben. Und vor allem halt, das ist ein früh entwickeltes Raichu, das kann halt nichts gegen uns. Da es entwickelt ist, dürfte es halt super gut. Ist jetzt mal Klammergriff drauf an, dass wir halt ein bisschen Zusatzschaden kriegen. Sollte halt gut EP geben. Der Zusatzschaden. Vielleicht kommt die Beere von dem Raichu noch. Es sind mal Pokefans. Bei den Pokefans, die Pokémon, die haben halt immer Beeren. Aber darauf waren wir eingestellt. Sag mal, hat dieses Raichu überhaupt irgendwas mit, wo es uns halt betreffen kann? Na, ruf Zuckipotz. Aber es ist halt schon krass, dass man hier gegen den Raichu kämpfen muss, so früh. Tada! So, und sie müsste Miraplatragosso haben. Also, bei Mirapla bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher, weil der eine Typ da eins hatte. Aber halt, Tragosso hat sie auf jeden Fall. Falls sie das nicht geändert haben. Ja, das ist Miraplar. Also ich meine, Miraplar sieht ja schon mega süß aus, ne? Nimm das. Wir greifen es einfach weiter mit Lehmschelle an. Lehmschelle macht immer noch neutralen Schaden, dank des Gifttyps. Und Gott sei Dank hat Absorber jetzt nicht so die hohen AP. Ich glaube, ein Clefairy wäre eine größere Herausforderung. Rankdiebe stärker als Absorber. So, das war halt überhaupt kein Problem für seinen Sturm. Und da haben wir das Tragosso. Wie prophezeit. Machen wir es jetzt einfach. Da können wir einfach Aquaknochen drauf einsetzen. Aber es ist keine Knochenkeule. Oh, das war ein Volltreffer. Oh Gott, so war's. Warum hat das so viel Schaden angerichtet? Und Kopflos kann's. So. Noch mehr Geld für unsere Taschen. Vielleicht reicht es ja irgendwann für ein Tragosso. Mit denen haben wir alle gekämpft. Oh, ich wollte nicht ins Gras fahren. Mein Fehler! Ein weiteres Nidoran nämlich. Unseres war schöner. Ja, schade, dass es hier noch keine Sanftblocke gibt. Ich war vor ein paar Jahren noch der felsenfesten Überzeugung, dass es in der zweiten Gen schon die Sanftblocke gab. Da war ich felsenfest von überzeugt, dass es die da gab. Aber die gab es ja erst ab Gen 3. Da hatte ich voll den Mandela-Effekt.
Und da haben wir unsere Schaufler-TM. Da hört ihr schon, wie sich unsere Pokémon um diese Attacke prügeln. Also ich höre es bis hier an. Halt, minus der Lebensschelle-TM, die wir schon vergeben haben, gibt es halt noch zwei Boden-TMs. Schaufler und Erdbeben. Schaufler haben wir schon, das heißt, die letzte TM ist Erdbeben. Erdbeben-TMs gibt es halt für gewöhnlich erst bei der Siegestraße sehr spät, weil es eine gute Attacke ist. Das heißt, wir müssen uns sehr gut überlegen, wem wir diese TM geben. Gehen wir mal kurz unser Team durch. Also, Kiesel fällt schon vorne voraus. Kiesel hat schon Intensität. Und ich glaube, es lernt später auch noch Erdbeben. Also von daher, Kiesel ist fein raus. Mit Steinwurf und Intensität, was will man mehr? Dann, Nebel wäre noch ein starker Anwärter dafür, weil wir Nebel sehr viel im Team behalten werden. Ein Ding ist halt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Mordor von sich aus Erdbeben lernt. Zumindest lernt das in Gen 3. Und ich nehme halt auch mal an, dass es auch in Gen 2 das tut. Ansonsten kann Nebel halt immer noch auf seinen Wasserstep zurückgreifen. Das ist halt nicht so das Ding. Slash, also Sandan, Sandama, lernen halt von Natur aus keine Bodenattacken. Die muss man denen halt beibringen. Bei Felsen ist das übrigens auch der Fall. Onyx und Stalos lernen in der zweiten Gen von Natur aus keine Bodenattacken. Ich glaube, bei Nidoking ist das auch so. Nidoking hat halt aber das Ding, dass es sich halt mit anderen Attacken behelfen kann und sehr viele unterschiedliche Attacken lernen kann. Vor allen Dingen, da wir den Laden mit den Elementarhieben hier ja auch in Lucatia haben. So, von daher braucht es nicht unbedingt eine Bodenattacke. Sandsturm. Funfee selber lernt keine Bodenattacken. Donphan lernt sehr spät Erdbeben, meine ich zumindest. Also von daher fiele das auch. Also die Contender werden quasi Nadelfelsen. Slash werden wir höchstwahrscheinlich für das Tragosso rausschmeißen irgendwann. Weil halt Tragosso von sich aus Bodenattacken lernt. Alles, was Sandama kann, mindestens genauso gut erledigen könnte. Bleiben Nadel und Felsen, wie ich erklärt habe. Nadel lernt von sich aus sehr viele, nicht von sich aus, also per TM fast jede mögliche Attacke. Kann sich auf die Art und Weise helfen. Da ist es, glaube ich, besser, wenn wir das Felsen beibringen. Und ansonsten können wir Nidoking, falls wir es am Ende noch haben. Oh, Nadel kann ich mal Schaufler lernen. Also von daher hat Felsen hier gewonnen. Da kann der Kreidschrei weg. So. Dann können wir Felsen noch Eisenschweif beibringen. Das lernt es, glaube ich, auch per sich. Lernt es das von nur per Level ab oder lernt es auch per se? Weiß ich gerade gar nicht. Aber halt, dann können wir dem noch Eisenschweif beibringen und Nadel kriegt als Leo King dann später Dingsens. Na, sag schnell. Erdbeben. Dann ist das perfekt aufgeteilt. Und wir machen an der Stelle jetzt aber eine kurze Pause. Wir waren schon ein bisschen lange unterwegs, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann nehmen wir uns die restlichen Trainer vor. Wir haben hier auf der Seite, da bei dem Mogelbaum, noch zwei Trainer, die wir vorher besiegen können. Die sollten nochmal gut EP geben. Und dann können wir uns in die Arena vorwagen. Da werden wir uns dann Bianca und ihren Miltag stellen. Ich glaube nicht, dass wir großartig Probleme damit haben werden. Wir können Kiesel dagegen einsetzen. Da ist der Walzer sehr ineffektiv drauf. Da kannst du auch keine Anziehung drauf einsetzen. Wir können Nebel dagegen einsetzen. Da ist der Walzer auch ineffektiv drauf. Felsen können wir auch einsetzen. Felsen kann halt nur unter die Macht der Anziehung geraten. Aber halt, so ansonsten sollten wir so ziemlich jedes Pokémon einsetzen können. Oder fast jedes Pokémon. Dürfte also jetzt nicht so das Ding werden. Aber ich hoffe, ihr seid dann trotzdem auch wieder mit dabei beim nächsten Mal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht euch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.